Leute, im zweiten Kapitel von Apex Legends, wer sich jetzt wundert, warum ich zweites Kapitel sage, der sollte ganz dringend das letzte Video nochmal genauer anschauen. Es scheint unter dem Motto zweites Kapitel und nicht unter Season 16 zu laufen. Interessantes Video, schaut es euch unbedingt an. Es macht nur Sinn, wenn ihr es gesehen habt. Also im zweiten Kapitel von Season 16, meine Fresse, kriegt das erstmal aus dem Kopf. Passieren unfassbare Sachen. Die Support-Legenden sollen aber richtig ein auf den Deckel kriegen, dass es so geil wird, dass wir uns nicht mal ansatzweise vorstellen können, was das sein soll. Bevor ich genauer darauf eingehe und auch die Passive von Pathfinder steht jetzt wohl fest, werde ich gleich noch nachreichen. Ganz wichtig, einige von euch haben schon zugeschlagen. Ihr wisst, ich bin Partner von Aim Controllers. Das möchte ich einfach nochmal anmerken. Moment, das ist das falsche Bild. Das ist ebenfalls das falsche Bild. Mensch, ich bin ja top vorbereitet. Und zwar Aim Controllers ist mein Partner. Ich spiele regelmäßig oder immer mit solchen schönen Controllern, mit Pedals hin und her. Die meisten von euch wissen, was an so einem Controller so absolut fantastisch und mega, mega toll ist. Und das ist jetzt nicht sarkastisch gemeint. Die fahren gerade eine absolut heftige Aktion. Unter meinem Code Casper10 spart ihr 30%, sonst sind es meistens so um die 50, 60 Euro. Aber jetzt ab einem Einkaufswert von 99 Euro spart ihr schon 30%. Das heißt, bei einem fett ausgerüsteten Controller spart ihr so um die 90 bis 100 Euro, wenn ihr wirklich das Teil als High-End-Variante bestellt. Bis 28. habt ihr Zeit, bei Aim Controllers unter meinem Code Casper10 dort was zu bestellen und da richtig fett zu sparen. Auch die Lieferzeiten haben sich extrem reduziert. Für alle, die da schon länger am Start sind. Jetzt kommen wir zu den Support-Legenden. Ich habe einen Spieletester verfolgt. Der hat ein Video draus gemacht, ein großer YouTuber, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen werde. Er durfte natürlich noch nicht durchblicken lassen, was genau mit den Support-Legenden passiert ist. Aber mit seinen Worten, ihn zu zitieren, es wird einen Perk geben für die Passiven, für die Support-Legenden, der so unglaublich ist, dass wir uns nicht mal im Traum ausdenken könnten, was das für eine Fähigkeit ist. Es scheint irgendwas ultra, ultra krasses zu sein, mit dem wir nicht rechnen. Alle anderen Charakterklassen kriegen natürlich auch noch fette Perks obendrauf. Was da aber genau passiert, wissen wir noch nicht. Und jetzt kommt's, Thornton Smash, gestern gepostet, die meisten von euch kennen den wahrscheinlich. Er postet zu Deutsch, die Support-Legenden werden essen, wartet, er korrigiert sich, sie werden kräften, in den nächsten Tagen wird alles Sinn machen, sie werden kräften, das, sie werden essen, keine Ahnung, bisschen Verwirrung hat er hier reingebracht, sie werden kräften. Es könnte natürlich jetzt sein, dass ich das völlig fehlinterpretiere, aber vielleicht können die Support-Legenden, die ja dann in Zukunft alle, nicht nur Lifeline, die blaue Lootbox öffnen können mit dem Extra-Loot, Heilstuff, auch Aufsätze sind da immer mal wieder dabei, erweiterte Magazine und so weiter und so fort. Es könnte vielleicht sein, dass die Support-Legenden außerhalb des Crafters Sachen craften können, ohne dass die an dem Teil überhaupt dran sein müssen. Vielleicht von den blauen Lootboxen aus. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es irgendwas, um der Lootbox zu sagen, Achtung, ich möchte genau das aus der blauen Lootbox haben und dann funktioniert das. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr eine Idee habt, vielleicht liege ich auch völlig verkehrt, vielleicht ist das auch völlig verwirrend mit dem Crafting-Metallen und das stimmt nicht oder das ist einfach nur ein verwirrender, keine Ahnung, Post und es wird eine völlig andere Fähigkeit sein. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so für Ideen habt. Wie gesagt, der bekannte YouTuber, von dem ich jetzt hier nicht spreche, sagt, er darf nicht drüber reden, aber es wird unfassbar genial. Alle drehen durch, die gerne Support-Legenden spielen. Und jetzt den Pathfinder-passiven Buff noch, den hätte ich fast vergessen. Er soll sich über seine Ziplines oder über allgemein alle Ziplines schneller bewegen können. Auch das ist mittlerweile durchgesickert und scheint bestätigt. Jetzt bin ich aber am Ende des Videos angelangt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen, wünsche euch einen mega geilen Start in die neue Woche und denkt dran, am Dienstag startet um 19 Uhr das Date Night Event, wo es auch spezielle Regeln gibt, ein Duo-Event. Wer es noch nicht gesehen hat, schaltet mal ein paar Videos zurück, da rede ich über dieses Event, was da Besonderes dran ist. Auf jeden Fall ein spezieller Modus und so weiter und so fort. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder rein. Ciao.